Würdet ihr nicht auch gerne mal zu einem echten Superhelden werden und die Hauptrolle in einem spannenden Comic-Abenteuer spielen? Ich zeige euch, wie ihr diesen Traum ganz einfach wahr werden lassen könnt. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Foto von eurem Gesicht. Und schon kann's losgehen. Über das Foto legt ihr ein Blatt Pauspapier. Damit es nicht verrutscht, klebt ihr es mit Klebeband fest. Jetzt zeichnet die Umrisse des Gesichtes ab. Keine Angst, ihr müsst nicht alle Details machen. Die Schultern an der Seite könnt ihr über das Foto hinausziehen. Als nächstes legt ihr ein Durchschlagpapier auf ein weißes Blatt. Obendrauf das Pauspapier. Dann paust das Gesicht ab, indem ihr alle Linien nachfahrt. Wenn ihr das mit einem farbigen Buntstift macht, könnt ihr besser sehen, ob ihr auch nichts ausgelassen habt. Sehr gut. Es wird Zeit für die wundersame Verwandlung. Ein ordentlicher Superheld trägt eine Superheldenmaske. Im Hintergrund sieht man seinen flatternden Umhang. Und hier oben schlägt ein Lautsprecheralarm, wenn der nächste Einsatz ansteht. Der erste Schritt ist getan. Zur völligen Verwandlung in einen Superhelden fehlen nur noch die passenden Farben. Damit ihr gleich nichts vom Gesicht überseht, könnt ihr erst mit einem schwarzen Filzstift die wichtigsten Linien nochmal nachzeichnen. Dann geht's ans Anmalen. Zuerst eine Hautfarbe für das Gesicht. Dann die Augen. Und die Haare werden blond. Jetzt überlegt euch, welche Farbe er tragen soll. Wie wäre es mit Blau? Den Umhang mache ich orange. Zu guter Letzt noch einen knalligen Hintergrund. Und vergesst nicht den Lautsprecher. Auf die Haare male ich noch einen schwarzen Schatten. Wenn die Farben getrocknet sind, kommt das Allerwichtigste. Umrandet nochmal alles mit einem schwarzen Filzstift. Erst so bekommt euer Bild den richtigen Comic-Stil. Und fertig ist das coole Superhelden-Comic-Bild. Sieht doch wirklich toll aus. Mit dieser Technik könnt ihr ganz leicht eine komplette Geschichte erzählen. Schaut mal, dieser Junge hier sitzt verzweifelt am Straßenrand. Sein Rad hat einen Platten. Als Vorlage habe ich dieses Foto hier benutzt. Sofort eilt unser Superheld auf seinem Super-Skateboard zu Hilfe. Von dem Vorlagenfoto habe ich nur das Wichtigste abgepaust. Alles, was man im Hintergrund sieht, könnt ihr ruhig weglassen. Comicbilder dürfen nämlich ganz einfach gehalten sein. Ende gut, alles gut. Unser Superheld repariert natürlich mit seinen Superkräften den platten Reifen. Probiert's einfach aus. Werdet zum Comiczeichner und erzählt die tollsten Superheldenabenteuer. Klickt hier für weitere Videos und schaut auf Disney Junior eure Lieblingssendungen. Thank you.